Hey, ich bin Daniel und ich baue in Sims. So, und heute bauen wir das Lovers Penthouse weiter. Hier in der Welt Ciudad Enamorada aus dem Verliebt-Erweiterungspack. Wir haben hier schon den Grundriss hochgezimmert. In der letzten Folge dann auch verfeinert mit euren Kommentaren. Vielen lieben Dank euch. Hier und da so ein bisschen was platziert, ne, dass man sich's vorstellen kann. Die Details ergänzt und ich habe natürlich wieder Rückfragen euch gestellt. Wie würdet ihr das denn machen? Ja, wie machen wir das hier mit der Küche, mit dem Aufzug, mit dem Pool und der Sauna? Und da gab es einige Kommentare. Doch jetzt erstmal Daumen hoch, dann geht's auch schon los. Danke euch! So, dann gucken wir mal direkt hier nach der Küche und nach dem Aufzug. Denn da gab es die Kommentare dazu, und zwar, dass das hier, dass die in der Bude stehen und das tatsächlich so nicht sein sollte. Also, dass die quasi nicht klingeln, sondern wenn die quasi kommen, dann stehen die einfach in der Bude und klingeln dann vielleicht sogar an dieser Tür, weil das die nächste Tür ist. Und das ist natürlich ungünstig. Das heißt, wir müssen quasi so einen Vorraum machen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Weil wir haben ja hier das Klo eingeplant. Man könnte natürlich hier den Aufzug drehen. Und dann hätte man hier quasi den Vorraum, hier eine Tür rein. Und dann wäre das irgendwie gebonkt, ne? Quasi. Mal gucken, welche Tür. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal irgendeine, damit wir eine haben. Die ist aber gar nicht so schlecht, ne? Eine geschlossene Tür, dass man auch nicht gleich reingucken kann. Man bräuchte hier aber ein Klo auf dieser Ebene, ne? Das ist halt die Schwierigkeit. Das ist wirklich ein bisschen Planungsfehler, aber wir kriegen es ja hin, ne? In Sims ist ja alles möglich. Man könnte es auch so machen, dass hier das Klo ist, beziehungsweise ich würde es dann, glaube ich, verschieben, weil neben der Küche wollen wir das ja natürlich nicht haben direkt. Das ist so ein bisschen ungünstig. Fenster müssen wir auch noch gucken. Vielleicht könnte man das so machen, dass hier die, na, dass hier die Tür ist und hier dann das Klo, das WC im Erdgeschoss. Beziehungsweise im Obergeschoss XY, aber hier im ersten Wohngeschoss. Das ist ja quasi so unser Keller, wenn man es so bezeichnen kann. Und ja, dass man dann hier das WC reinmacht. Ich glaube, das ist eine gute Idee, aber jetzt haben wir hier ein bisschen Platzprobleme. Dann machen wir die Treppe dann mal rüber. Wie sieht denn das oben aus? Müssen wir natürlich die Palme da ein bisschen anders, aber na, weil da unten wird es ja dann passen. Wäre auch die Treppe nicht so nah bei der Tür. Das ist mal so ein bisschen ungünstig. Ja, da können wir doch einfach raus. Ja, dann gehen wir hier nochmal raus, zwei Kästchen. Haben wir ja den Platz wieder hier uns reingeholt. Sogar noch ein bisschen mehr. Und hier ist es eigentlich okay. Das darf gerne so ein bisschen überstehen, ne? Hier vom Stil her müssen wir natürlich noch schön machen, aber finde ich gar nicht so schlecht, ne? Finde ich gar nicht so schlecht. Hat man da unten direkt auch so ein Dach. Ist auch mal ganz gut, so vor der Tür. Und dann können wir das doch machen, oder? Was sagt ihr dazu? Vielen lieben Dank euch schon mal für die Kommentare. Und die Küche ist quasi wieder gleich groß wie vorher. Und wir haben die sogar noch so ein bisschen eingenischt. Genischelt. was ja auch gar nicht so schlecht ist, wenn die so offen ist, aber trotzdem so ein bisschen für sich, ne? Ja, okay. Finde ich mal ganz gut. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreibt. So, next one. Das war hier, genau, die Außentreppe, die wurde abgesegnet. Aufzug unten vielleicht auch, ne, wurde vorgeschlagen. Die Fenster in der Küche, ne, da haben wir letztes Mal rumgemacht. Oh, die sind ungünstig, weil die eigentlich ein bisschen zu hoch sind und sind halt auch wieder irgendwie. Aber da gab es auch Ideen von euch, voll gut. Und zwar haben wir ja Fenster aus dem Eco-Pack. Nachhaltiges Leben. Da gibt es nämlich was, wo ist es? Hier. Genau. Ja. Übrigens, ihr könnt immer meinen Creator-Code benutzen, wenn ihr euch Packs holt. Ja. Dann unterstützt ihr mich, ohne mehr bezahlen zu müssen. Einfach den Creator-Code SimFans beim Kauf eingeben in der EA-App. Funktioniert das auf PC und Mac. Und ja, dann supportet ihr mich damit. Geht auch bei Sets und bei Bundles. Alles, was mit Sims 4 zu tun hat. Ja, da funktioniert das. Ich würde das, glaube ich, mal sogar so dunkel machen. Dann haben wir die Richtung vielleicht, ne? Das wäre gar nicht so schlecht. Und dann könnte man hier eins reinmachen und hier müssen wir gucken, ob wir da auch Theken ziehen. Ich würde jetzt mal eher spontan sagen, ja, vielleicht doch. Dann können wir nämlich da dasselbe auch nochmal nehmen, weil wir jetzt eh so eine Ausbuchtung haben, da muss man das auch nicht parallel machen zu oben. Hier haben wir jetzt nochmal so ein bisschen die Thematik, wo da ist halt unten das Fenster, da muss man dann gucken. Kann man wieder irgendwie nicht aufnehmen auf diesem Stockwerk, warum auch immer. Wenn das direkt am Rand ist, kann man die Tapeten irgendwie nicht wegklonen. Ne, und dann geht das hier auch noch. Jetzt haben wir hier halt so ein bisschen unterschiedliche Fenster, aber da das hier in einem ganz anderen Block quasi ist, dann passt das. Ist das okay, denke ich. Ja, ich würde es mal so grob einplanen. Das können wir, glaube ich, mal machen.
Und dann lasst uns mal ein bisschen Licht in die Bude bringen. Beziehungsweise auch nochmal runter gucken zum... Sieht nämlich gleich ganz anders aus hier. Es wäre der Licht hier. Mann. Lass mal hier rein. Dann weißt du, wo die Baubeleuchtung, Baustrahler hier haben quasi. Ja, jetzt gucken wir mal hier. Also da war auch so die Idee. Also wir haben natürlich den Aufzug jetzt weiter drüben. Das heißt, das passt eigentlich auch ganz gut. Weil wir haben jetzt ja den Raum hier. Lass ich mal den Raum hier. Wir haben den jetzt ja hier. Das heißt, er muss auch nochmal zwei Kästchen nach rechts. Ne, dann wäre hier quasi der... Dann wäre das Fenster gar nicht mal das Problem. Auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Weil oben haben wir das Fenster gar nicht mehr wegen dem Aufzug. Dann würde man das Fenster vielleicht hier reinmachen. Ne? Das wäre eigentlich so die logische Konsequenz. Wenn man da reinkommt, ist auf jeden Fall ein Fenster rein. Dann würde ich das unten mal einplanen. So, die Sauna passt dann da natürlich nicht so gut hin. Es kam auch die Idee auf, dass man vielleicht den Indoor-Pool wegmacht und vielleicht so eher Fitness-Center reinmacht oder sowas. Ich fand das echt geil mit dem Indoor-Pool und den kleinen Außen, ne, so. Wobei der so viel größer ist ja auch nicht. Und so ein richtiger Schwimmpool ist es ja auch nicht. Da kannst du nicht gut Bahnen schwimmen oder so, ne, wenn man sowas. Und die Größe muss eigentlich wegen den Wasserfällen so ein bisschen bleiben. Also man müsste da einfach mal sich überlegen, ob man dann die Sauna nicht wegmacht oder ob man die dann halt ja auch mit Fenster quasi reinsetzt. Wobei es hier auch wieder ungünstig ist. Man könnte natürlich hier so reingehen, ne, in die Richtung. Wenn man das so macht, dann hat man das Fenster auf der einen Seite, so ein bisschen komisch. Aber fände ich gar nicht so schlecht, wenn man da rausgucken kann. Wieso nicht eigentlich? Wir finden da bestimmt noch eine Gestaltung. Da machen wir dann so Holzpanels hin oder irgendwie sowas. Also das kriegen wir schon hin oder so eine Beleuchtung, so wie hier diese wunderschönen hier, nicht die dann Duschglas nicht, sondern die Leuchtstreifen, dass man da so ein Highlight-Element dann noch reinsetzt oder so. Mal gucken. Natürlich ein bisschen schöner hier ineinander setzen. Also das, denke ich, kriegt man schon hin. Das wäre, glaube ich, nicht das Problem. Hier natürlich müssen wir jetzt wieder das hier schön ziehen. Die Tür, die muss hier rüber. Und da müssen wir, dann machen wir den Raum hier. Muss zu dem Raum dazu natürlich. Die Tür, die muss hier hin. Und zwar so rumgedreht. Und hier können wir uns jetzt entscheiden, ob wir das so machen. Oder da eine Nische haben. Aber ich würde eher sagen, hier eine Nische. Weil dann kann man da vielleicht... nochmal eine Waschbeckenline reinziehen, weil das ist hier die Dusche, ne, und so Waschbecken braucht man hier vielleicht auch noch. Oder wir machen da so Bademäntel hin, wobei man die überall hinhängen kann, ne, so ein Waschbecken ist ganz schön, wenn die so ein bisschen in der Nische sind. Und dann hat man das hier auch nochmal, ne, falls man auch hier von der Bar dann was spülen muss oder so ein bisschen Multifunktionsraum. Und das passt ja, wenn das hier so eine Nasszelle dann ist. Und hier dann, entsprechend, das hinten haben wir ja die Dusche, die ist ja auch offen, ist ja ein Privathaus, ne. Und mit der Dusche geht es, glaube ich, eh. Man könnte da auch noch so eine Glaswand reinziehen, wenn man will, aber müssen wir mal gucken. Und hier können wir dann, ja, da kommen dann so Massagesessel hin, weil außen haben wir ja die Liegestühle, ergibt ja auch Sinn, ne, dass die außen sind, weil da kann man sich auch sonnen und so, wenn man Inselleben hat, und Sonnenbrand und Bräunung und was weiß ich. Und wenn man hier drin ist, im Wellnessbereich, denke ich, macht es Sinn, wenn man die Aktivitäten hier natürlich fördert. Und die sind hier dabei, genau, diese tollen Sessel hier, ne, diese Massagesessel, wo man dann auch, ja, die sind schon ein bisschen größer als gedacht, die stehen aber, glaube ich, massieren die Füße da, ne, können die auch die Schultern, glaube ich, massieren, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil die Sims stehen dahinter und davor dann, ne, ich dachte jetzt, da statt Liegestühle eher so ein Stuhl. Man könnte die Tür hier auch noch so ein bisschen rüber verfrachten, dass man da nicht reinkommt und direkt auf dem Stuhl dann da steht. Aber ich denke, das kriegen wir da ganz gut hin, dass wir hier nochmal so einen Massage-Sesselbereich machen. Und wenn es da nicht geht, dass man von hinten massiert wird, dann ist halt die Funktion nicht möglich hier. Aber das müssen wir dann ausprobieren. Ich denke, so ist es ganz geil. Ansonsten nehmen wir halt, ne, solche bewärmten Steine da oder so einfach als Ablage für Handtücher oder sowas. Müssen wir dann testen. Aber so würde ich mal die Planung hier jetzt mal machen. Denn wir sind ja jetzt noch am Grundriss quasi, ne? Das heißt, man muss jetzt danach gucken, dass das hier mal alles steht. Weil ich möchte ja dann auch einrichten, das Einrichten anfangen. Und das ist ja ganz wichtig auch. Wir gucken, ob wir hier auch nochmal schönere Türen machen oder so, ne? Das ist jetzt erstmal nur so eine grobe Planung, sag ich jetzt mal, ne? Wie das ungefähr, damit das hier auf jeden Fall funktioniert und gut aussieht und alles, und ob das jetzt eine Glastür ist oder eine Holztür oder was weiß ich, das können wir dann immer noch gucken, das machen wir dann. Da gibt es ja auch so Glasdinger, die so weniger transparent sind und was weiß ich alles, ne, da gibt es ja alles irgendwie.
Kann man mal gucken. Ja gut, arg transparenter werden die auch nicht, aber so ein bisschen immerhin etwas milchiger. Ja, also das, da können wir dann nochmal gucken. Hier ist ja die Indoor-Bar quasi für den Pool. Da kann man das schön aufschieben. Und dann hat man da die Bar überdacht trotzdem. Also wenn es nochmal schlechtes Wetter ist, ist sie trotzdem nicht irgendwie im Freien. Und hier ja diesen, genau das hier. Und da machen wir dann noch so einen Tisch und Stühle hin, damit das ganz schön ist hier zum Essen und Grillen. Hier zum Chillen und Drinks hier. Außen haben wir natürlich die Massageliege hier noch letztes Mal gemacht. Ist auch sehr gut. Und drinnen haben wir dann die Massagestühle und eben dann trotzdem noch einen Pool zum Reinspringen, ne, nach der Sauna oder so oder im Winter. Wobei es hier auch nicht wirklich Winter wird. Und da hinten, da würde ich so ein Gestrüpp reinmachen. So ein bisschen Pflanzenkübel oder so, vielleicht auch sogar mit Außenpflanzen, also mit so Plattformen, das so ein bisschen stufenartig hier aussieht. Also da kommt irgendwie sowas, kommt dann da rein, ne, in die Richtung, so von der Art her. Oder so ein Dschungelgrün und darunter dann noch irgendwie was. Weiß ich auch nicht, aber irgendwie sowas, ne, irgendwie hier sowas kommt dann da rein in diese Ecke. Die füllen wir auf mit sowas. Ich müsste mal drehen, das Ding. Ne, aber so von der Idee her, ne, dass das so ein bisschen in der Ecke sowas ist. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, das kriegen wir hin. Also Aufteilung, das Arbeitszimmer, ne? Da müssen die auch arbeiten, dass sie sich so ein Penthouse leisten können. Da können wir so ein Streamerzimmer reinmachen oder sowas. Das ist leider doch auf die Seite gewandert. Und da ist unser Heizraum noch. Das ist unser Versorgungsraum. Ja, ist jetzt auch nicht so günstig, dass der da im Arbeitszimmer jetzt ist, aber unser Aufzugsschacht eigentlich, ne, muss man dazu sagen. Und da ist unser Stromkasten und unser Wassererhitzer drin. Finde ich ganz schön als Gameplay, weil muss man danach auch so ein bisschen gucken. Man könnte dann die Tür auch noch so ein bisschen verschieben. Die war ja so arg am Rand gequetscht, ne, wegen der Treppe, weil die ja hier aufgehört hatte. Und dann können wir die ein bisschen vom Rand wegziehen. Dann ist das auch nicht so gequetscht da hinten. Und dann kann man da vielleicht sogar noch eine Pflanze da vorstellen oder irgendwas. Müssen wir mal oben gucken. Also das Fenster ist hier, glaube ich, variabel dann auch, ne? Da können wir nochmal überlegen, wie wir das machen. Weil wir oben ja das Fenster nicht haben. Und ja, ist doch schon mal was hier. Oben haben wir es, glaube ich, finalisiert. Da gab es auch die Idee, das vielleicht komplett offen zu machen. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Man könnte nochmal hier gucken, ob man vielleicht vom Schlafzimmer dann über eine Schräge reinkommt. Das wäre ja auch noch was, ne? Das wäre so die Idee. Da ist die Dusche so erhöht, aber ich glaube, ich möchte den Kleiderschrank quasi. Das ist ein Privathaus, ne? Weil das Omi jetzt halt kein Flur. Man könnte dann Flur, das haben wir letztes Mal auch schon gehabt, einen Flur reinmachen, aber dann hat man so viele Türen wieder, das ist wieder ein bisschen übertrieben. Schlafzimmer, Badezimmer und hier dann begehbarer Kleiderschrank mit diesem neuen Objekt auch, ne, was wir da haben. Jetzt müssen wir nur wieder das, glaube ich, wegen der Decke wieder ein bisschen anders. Müssen wir mal gucken, dass wir das sauber machen hier. Muss man immer ein bisschen aufpassen, auch mit den Löchern und so. Und da macht er hier wieder so einen Scheiß da draus. Das kann ich ja wieder leiden hier. Mal gucken, machen wir es am besten mal ganz weg und dann wieder hin. Und dann müssen wir wieder gucken. Und dann macht er es wieder hier anders. Oh je, wieder. Ja, jetzt haben wir hier wahrscheinlich das Eckchen. Jetzt hat er es sauber. Ah, jetzt haben wir wieder da das Eckchen. Oh je, liebes Spiel, was machst du denn mit mir immer für einen Scheiß hier? Ja, ich glaube, das macht an der Stelle nichts aus tatsächlich. Ist für die Berechnung des Raumes, glaube ich, irrelevant. Für das Routing. Und jetzt machen wir mal die Türen rein, dass man das sich besser vorstellen kann. Da oben sind eh die Privatgemächer. Also da kommt keiner raus, außer die, die hier wohnen. Kommt keiner rauf, so rum. Und dann können wir hier in dem Kleiderschrank so ein Stück quasi so ein Flur machen. Ne? Ich würde es nicht offen machen. So große Räume sind immer ein bisschen schwierig auch zu beleuchten und man kann dann die Stimmung der Räume so ein bisschen auch schöner gestalten, wenn die geschlossen sind. Das ist immer mein Argument dagegen. Aber hier passt auch ganz gut mit den Schränken rechts und links, hinten vielleicht noch ein Schminkspiegel oder eben hier so dieses Objekt, wo man sich so angucken kann im Spiegel von drei Seiten mit natürlichem Licht. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man diese Ecke da hinten, diese komische, dann für was Besonderes auch nutzt. Ja. Ich denke, das kriegen wir gut hin. Also lassen wir die Aufteilung hier oben mal so. Man bräuchte es nicht. Man könnte hier eine Wand ziehen. Könnt ihr ja auch machen, wenn ihr es euch runterladet oder nachbaut. Ich würde hier, glaube ich, nicht nochmal einen Flur machen. Zwischenflur. Irgendwie alles Flur dann, ne?
irgendwie auch so ein bisschen, man verliert auch so ein bisschen Platz, wobei die Wand hier auch, also das sind ja die Türen, da stellt man ja eh nichts großartig hin. Aber ich glaube, ich würde keinen Flur machen. Das hier oben, da geht man nur hoch. Das ist privat, da kommen auch keine Gäste oder irgendwas, ne? Das ist, denke ich, privat. Der Whirlpool, der hat ja unten nicht geklappt, aber den können wir vielleicht sogar hier oben draufsetzen. Das wäre noch eine schöne Sache. Ist ja auch wieder was Besonderes, sowas Teures, sowas, ne, sowas extravagantes bisschen auch. Und das wäre natürlich hier oben dann beim Schlafzimmer auch ganz cool. Weißt du, Lover's Penthouse ist natürlich so ein bisschen dieses Thema auch, die Liebe und das Verruchte und das Wuhu-Thema. Und das passt da oben, glaube ich, sehr gut hin. Also da können wir auch mal so einen Whirlpool einplanen. Das ist auch eine gute Idee nochmal. Wir machen erstmal Motherload. Move Objects haben wir schon. Motherload, weil ihr habt nämlich auch... Oh, habe ich mich schon zweimal jetzt verschrieben oder was hier? Das gibt's doch nicht. Ist das hier wegen dem... Jemand ist denn das hier? Ich wohne doch da, oder nicht? Muss ich das echt im Live-Modus machen, wenn da jemand wohnt? Oh. Ich glaube, da regnet es gerade. Deswegen habe ich das nicht hier. Alles ungeschnitten, Leute. Drückt mal auf den Daumen nach oben, während das hier lädt. Es lädt gleich nochmal, wenn es jetzt so langsam wart. Daumen nach oben. Vielen lieben Dank euch für die Unterstützung. Damit supportet ihr mich und diesen Channel und... Ja, dass ich das auch weiterhin in dem Umfang tun kann. Das war jetzt voll laut bei mir irgendwie. Ich hoffe, bei euch nicht. Und ja, da muss natürlich auch noch eine Tür hin und so. Aber dass wir jetzt mal das... das kriegen wir hin. Hier, Mother Load brauchten wir, ne? Da machen wir das mal zweimal, dreimal. Dann können wir wieder zurück. Wenn es regnet, dann gehe ich nur in den Baumodus rein, weil es sieht da echt grottisch aus. Machen wir den Whirlpool hier oben drauf, der passt auch, denke ich. Hier ganz gut. Wobei, wenn hier das Bett ist, ne, dann machen wir hier eher die Tür rein. Dann wird den Whirlpool eher in die Richtung hier. Dann ist man hier auch windgeschützt irgendwie so ein bisschen. Oder vielleicht sogar hier in die Ecke rein. Das würde auch noch gehen. Wir gucken wegen den Fenstern. Aber auf jeden Fall kriegen wir da oben irgendwo einen Whirlpool unter. Das wäre ja gelacht. Weil es doch eher an der Wand vielleicht besser aussieht. Zum Bad, da wären theoretisch auch die Anschlüsse, wenn man es realistisch sieht. Ja, oh Gott, dann wäre viele Palmen hier. Ja. Ist doch ganz cool eigentlich. Ist doch ganz cool. Oder mein Mann nimmt das hier als Bad dazu und macht hier quasi so die Tür. Das ist dann so der Außenbereich des Bades. Huhu. Ah, da haben wir auch eine höhere Dings, dann geht das gar nicht. Okay, gut, dass wir es geguckt haben, ne? Weil das ist auch mal so eine Sache dann. Da muss man echt danach gucken. Weil wir haben jetzt hier eine höhere Höhe, ne? Das ist blödig. Ja, da müsste man gucken, dass man da eine Stufe reinsetzt noch oder ob wir den Balkon, ich hätte den schon gern eigentlich so hoch. Dann können wir da rein, das Äußere können wir ja oben lassen, ne? Ja, würde auch gehen. Würde auch gehen, wenn man den Balkon wieder versenkt, aber außen diese Leiste, die wir immer noch nicht schön gestaltet haben, dann, ja. Okay, dann gehe ich jetzt mal wieder... Gehe ich jetzt mal wieder auf Welten verwalten hier, damit ich das schöne Licht habe, ohne Wetter. Ja, ich weiß, ich brauche den MCCC wieder, dann kann ich einfach das Wetter cheaten. Ich hatte mal wirklich eine Zeit lang einen Sim, behind the scenes, der quasi Geschicklichkeitslevel 10 hatte und diese Wettermaschine da dabei. Und dann konnte ich mich immer mit dem dorthin gereist, wo ich als nächstes gebaut habe. Und dann habe ich quasi das Wetter erstmal gecheatet, aber tatsächlich hier habe ich es nicht gemacht. Ja. Okay, und die Steinsauna, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Deswegen habe ich auch schon den Steinpool genommen. Ihr wolltet eher die Steinsauna haben. Ich platziere das jetzt mal. Ich weiß, jetzt kommen wieder ein paar, die Holz sah viel besser aus. irgendwas gibt es immer. Zumindest sehr wahrscheinlich. Aber dann können wir die mal nehmen. Gab es da nicht noch eine andere Stein? Ich dachte, es gäbe nochmal diese... etwas mit den anderen aber das war nur die glatte, dann können wir mal gucken, welche Farbe und so, aber dann haben wir da mal die Steinsauna und ich finde immer die Holz tatsächlich schöner, ich mag das Holz, haben wir ja auch so überall so ein bisschen Holzthema dabei, ja, ich mag das Holz ganz gern eigentlich. Ich würde heute mal die Küche anfangen, damit ihr damals so die Richtung auch seht, die ich mir so vorstelle. Und dann könnt ihr die nämlich auch bis nächstes Mal kommentieren, neben dem Grundriss. Und natürlich auch immer gern ein bisschen vorgreifen. Also, ne, könnt jetzt auch schon mal Ideen fürs Wohnzimmer äußern oder so. Vielleicht mache ich das nächstes Mal, keine Ahnung.
Und dann passt das schon mal. Also ich würde auf jeden Fall die Küche hier nehmen. Und ich würde mal, glaube ich, um so ein Beestein, hier, das ist so ein bisschen leicht rötlich, ne? Hat auch was, so ein bisschen diese Wüstenfarbe. Würde sogar zu unseren rosa Stühlen passen, wobei die Stühle auch noch, ne? Aber das ist nicht so ein Barbie-Rosa, ne? Sondern so ein sanftes, so ein richtiges Rosa-Rosa, nicht so ein Pink. War das mit dem Holz unten auch ganz geil. Also gibt es, glaube ich, so eine graue Variante. Gab es da nicht eine graue Variante? Oh, die ist schön, ne? Das war die gleich. Ah, das sind eh meine Lieblings, die dunkelgrün, aber die nehme ich irgendwie immer. Die sind richtig schön, finde ich auch. Die haben so richtig was, also die haben noch was so Natürliches, so dieses Muster oben. Ich würde wahrscheinlich auch mir wieder so was Schlichtes holen, aber das ist eher dann, ne, so die subjektive, persönliche Meinung, was man schön findet und was nicht. Und die haben auch so kleine Holz-Highlights überall und das mag ich ganz gern. Deswegen liebe ich diese Küchentheken einfach. Boah, das ist schon eine riesige Küche, Leute, Mensch. Da haben wir jetzt uns ein Ei gelegt hier mit der Erweiterung. Und ich wollte ja noch eine Inseltheke machen, weil die auch so schön sind, wenn man dafür nie Platz hat irgendwie. Jetzt im Penthouse hier ist geil. Da geht das doch. Wo ist denn diese? Welche passen da? Das ist das die da dann, ja. Ich glaube, die da. Weiß noch nicht, ob ich das rund will. Ich glaube, eher eckig. Die ist ganz schön. Und dann könnte man hier so die Inseltheke auch reinsetzen in diese Nische, was ja ganz cool ist. Um da dann noch so ein paar Barhocker hinzumachen. Oder vielleicht sogar den Herd oben drauf. Guck mal, wie geil das aussieht mit den Fächern. Und da gibt es sogar, glaube ich, eine Abschlusstheke. Ne? Man kann die auch nehmen, wenn man will. Gibt es auch. Das ist das Stein, das so rechts und links noch runter geht. Ne? Auf der anderen Seite haben wir den ja auch. Aber ich glaube, ich würde es hier offen lassen. Und da drüben... Ja, so, dann haben wir hier eine schöne Küche, hier ist auch so genug Space hier zum Bewegen. Vielleicht können wir noch, dass das hier symmetrisch ist, noch ein... Ich würde vielleicht nicht ein ganzes Ding rüber, aber wir machen mal Steuerung F5, dann haben wir ja die halben Kästchen nochmal als Slot. Ne? Und dann passt das hier, glaube ich, ganz gut. Ist das da so, ne, gleichmäßig. Und hier ist es dann auch bündig mit der Wand hier so ungefähr, ne. Unten die Linie hier. Steht ja oben noch ein bisschen über. Und dann haben wir da auch so einen schönen Abschluss. Und ja, ich denke, das ist ganz cool, auch wenn man hier backen möchte oder irgendwie sowas. Den Kühlschrank hätte ich eher gesagt, tatsächlich hier gesehen. Die Theke sollen wir vielleicht so rum machen. Da könnte man da hinten nochmal Schränke an die Wand, weil die Wand ist hier so ein bisschen tot. Ich glaube, ich würde es mal so rumprobieren. Dann haben wir da nicht mehr die Flucht. Falls ihr euch denkt, was meint er jetzt mit Flucht? Das kennt, glaube ich, nicht jeder. Ich weiß nicht, aber ne, die Flucht ist halt so, ne? Das ist halt so diese Linie, wo quasi die Linie der Wand geht hier weiter mit der Theke und so. Und hier haben wir jetzt nicht mehr die Flucht. Gut, hier haben wir die Flucht hier, aber das ist so ein bisschen, ne? Die darf auch gerne so ein bisschen rausstehen, die Theke. Ich will nur gucken, wie das aussieht. Weil dann könnte man da hinten, weil da gibt es so schöne Schränke doch auch, ne? Diese hohen Schränke gab es doch da. Und dann könnte man auch da den Kühlschrank hinmachen. Um die Kurve hier wieder zu kriegen zurück. Weil der Kühlschrank, das finde ich immer ganz gut, wenn der Kühlschrank relativ nah, wenn man sich nur einen Snack holt, ne, dass man nicht bis ans letzte Eck der Küche da irgendwie rennen muss. Wenn der Kühlschrank relativ nah ist am Rest, ne, dann hat man hier den Kühlschrank. Ist auch, glaube ich, gut, wenn man spielt. Kann man den hier, die Türen blenden sich aus beim Spielen. Kann man den hier krallen sich. Und... Ja, da ist die Wand hier, die blendet sich jetzt witzigerweise nicht aus. Ja, okay, das ist eigentlich echt ein bisschen ungünstig. Da würde ich den vielleicht doch auf der Seite lassen. Ja, da ist er auch nicht wirklich weiter weg als da drüben. Nee, dann machen wir das hier hin. Na, das hier hin. Und hier machen wir dann so eine Art Schrankwand, ne? Ist ja bei modernen Küchen auch ganz, ganz gefragt oder geläufig. Müssen wir hier ein bisschen gucken. Da kann man das natürlich reinfaken. Darf man halt nichts draufstellen. Beziehungsweise... Ja, muss man gucken dann. Aber so finde ich es gar nicht so schlecht. Und oben die normalen Hängeschränke. Jetzt haben wir hier wieder... Oh, nee. Ne, über den Fenstern müssen wir schmale dann machen. Das geht aber auch. Sind das überhaupt die richtigen? Ich glaube, ich muss die grauen nehmen da, oder? Ja. Nicht diese beigen da. Die sehen aus, wie wenn man wenn so ein Raucherhaushalt wäre, wo die Gardinen so... Ne? Können wir hier das, da müssen wir auch nochmal gucken, dass wir das wahrscheinlich hier rein tricksen, aber das flackert ja zum Glück nicht. Haben wir die schöne Beleuchtung über dem Fenster, dann haben wir hier noch so ein bisschen Eckschrank rein und mehr gibt es dann auch nicht. Das ist gut auch. Ah, das ist der Eckschrank wieder, scheiße.
Ja, da ist immer so ein bisschen, wo ich mir denke, oh je, Leute, hier, wir haben nicht mal einen Eckschrank bei der Küche hier, ne? Und die ist immer so ein bisschen auch schwierig. Immer wieder zwei Stück rein, oder? Das Blöde ist ja auch, da klebt wieder das Zeug drauf, ne? Das sieht so wie geklont aus halt. Ja, da haben wir jetzt die Küchenschränke. Sind die echt so tief? Gehen die nicht nur eins höher? Okay. Ja, weil die gehen jetzt da wieder ins Fenster rein. Das ist leider ein bisschen ungünstig hier, ne? Könnt ihr mal ein bisschen tricksen, geht hier. Und die Fenster passen auch voll gut zu dieser Küche, merke ich gerade. Oder wir machen hier auch wieder so normale Schränke rein, ne? Das wird ja auch gehen. Jetzt gucken wir mal, dass wir auch den schönen Kühlschrank nehmen. Electronics, nee, Apparate, nee, das ist ein Lagerraum. Da gibt es auch diesen neuen Kühlschrank, oder war das der kleine in dem Pack? Da ist er doch, ja, das ist so ein schöner Kühlschrank, weil der passt ganz gut unter die Schränke, das muss man auch wissen. Da gibt es schon auch schöne Farben dabei. Kann man auch weiß machen oder eine andere Kontrastfarbe, ne, mit so einem Schwarz, auch ganz geil. Ich würde jetzt mal, glaube ich, so machen, wobei die Farbe auch nicht wirklich stimmt. Oder? Ist ein bisschen komisch mit der Kühlschrankfarbe hier. So passt das nicht zum Rest. Ja, dann nehmen wir eher sogar das hier. Das irgendwie sieht irgendwie harmonischer aus. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das so will hier. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass das oben nur so kleine Dinger sind. Und das ist so schwer hier irgendwie, ne? Ich glaube, ich mache da nur. Aber das hier passt genau auf die Höhe, ne? Wollte ich damit sagen. Da kannst du den Kühlschrank weiß ich, so ein bisschen einbauen. Das wäre hier dann auch möglich gewesen. Ja, hier ist echt ungünstig wieder die Ecke da, ne? Da musst du wieder gucken, wie du das machst. Da musst du dann wieder, ja, da musst du hier das so einkästeln. Da kommst du ja gar nicht mehr ran an das Regal. Das ist echt ungünstig mit diesen Eckregalen da. Das irgendwie haben sie nicht so richtig durchgedacht hier, ne? Du kannst halt auch keinen anderen reinsetzen irgendwie. Das ist irgendwie so ein bisschen ungünstig alles. Ein bisschen ungünstig, liebes Spiel, ne? Mal gucken, ob wir das irgendwie tricksen können oder so. Müsste man hier auch wieder weiter rüber, dann hast du da wieder die Lücke, wobei hier könnten wir in den Dings rein, in den Aufzugsschacht, ne? Jetzt ist hier wieder mit dem Teller da und nee. Das ist echt blöd, Mensch. Und so, dann haben wir hinten das Glas. Das geht auch nicht. Müssen wir eine normale nehmen. Ich hätte gerne noch so ein bisschen so eine Theke, also so einen Schrank hier gehabt. Wenn machen wir das hier dann einfach. Dann können wir mal gucken, weil der ist ein bisschen schmaler. Dann kommen wir vielleicht sogar hin. Dann tricksen wir hier mal. Oder wir tricksen es mit einem normalen dann. Ne? Aber in der Ecke könnte man eigentlich sogar noch einen höheren machen. Aber wenn nur der höher ist, auch komisch. Also so geht's. Und dann könnte man die hier natürlich weiter rüber. Beziehungsweise wir können die dann ja auch, dann gehen wir hier bündig, machen wir hier erstmal bündig. Das ist so dieses, ja. Ich wünsche mir Schränke, die ich breit ziehen kann, so breit wie ich es will, danke. Ich will so einen IKEA-Editor haben hier. Das ist so ein Schrank zusammen, da kannst du das sagen, du, dann kannst du das auswählen, welche Böden, sollen die beleuchtet sein, ja, nein. Soll das ein Glasboden sein oder ein Holz oder was weiß ich was, ein Plastik, was, ne? Also da kannst du irgendwie alles mögliche, und dann kannst du deinen Schrank so zusammenstellen, wie du es haben willst, ist voll geil. Hashtag keine Werbung, wäre schön, wenn ich dafür Geld bekommen würde. und das ist wirklich cool gemacht, aber wirklich, also so jetzt in Bezug auf Sims ist das natürlich auch geil dann, wenn man das so, man kann es auch hier so machen, ne? Dass das hier einfach, dass wir da noch hier dann die Nische haben, das ist glaube ich egal dann. Ja, kann man sich überlegen noch. Jetzt mal so machen. Den Kühlschrank vielleicht sogar rüber noch oder so ein bisschen arg dann immer im Eck, weil die gehen immer so ein bisschen in die Wand rein, wenn man die da reinsetzt. Ne? Das ist immer so mein Problem damit. Aber der ist echt schön, weil der hat auch keine Lücken zwischen der Theke und dem Kühlschrank. Ist sonst immer eigentlich eine Lücke. Okay, dann haben wir das so gemacht. Das Wohnzimmer haben wir jetzt erhöht. Das Esszimmer und Küche sind quasi auf dem normalen Level. Und dann passt das, glaube ich, auch hier. Wenn man jetzt nochmal die Stühle, die Hochstühle, die Barstühle, da nimmt. Da bleiben wir auch bei dem Küchenpack, oder? Ich finde die immer so schön. Wenn man die dann so hinstellt, dann ist die Küche auch so eine runde Sache. Da hat man hier noch Luft ein bisschen und alles.
Ja, ich weiß, ich muss noch gucken wegen Kühlschrank. Und ich finde, das passt auch zum Thema mit diesen Steinchen und so. Ne? Wir haben so ein bisschen dieses mexikanische Flair, so ein bisschen drin, dieses südliche, südamerikanische oder ne, so ein bisschen dieses. Und da passen solche, glaube ich, auch mal ganz gut. Ja, müssen wir noch mal gucken, wegen den Schränken, wegen dem Licht und so. Das ist immer auch so eine Krux hier. Das ist echt nervig manchmal. Dann haben wir hier eine schöne Lampe drüber. Ich glaube, das wird, glaube ich, geil. Die Küche wird richtig gut. Irgendwie sowas vielleicht sogar aus dem neuen Verliebt-Pack. Könnte man sogar zum Grauton dann machen. Sie noch. Na, ich würde sie, glaube ich. Also in echt würde man sie, glaube ich, ein bisschen tiefer hängen. Aber in dem Fall würde ich es, glaube ich, gar nicht mal tiefer hängen. Na, weil es in Sims ist immer so ein bisschen besser, wenn die ein bisschen höher sind, einfach vom. Ja, die müssen ein bisschen weißer werden. Aber die halt auch so schön ist, ne? Die passt auch so gut. Das ist wieder ein ganz anderer Stil. Aber ich glaube, ich würde so ein bisschen mehr in dieses Mal. Ein bisschen was anderes, weil die haben ja auch schon öfter benutzt jetzt. Ich will ja keinen Modern Black & Wood 2.0 oder so hier nachbauen, aber die ist schon richtig schön als Thekenlampe auch, finde ich. Weil die so schön breit ist, ne? Oder Esszimmertischlampe haben wir die, glaube ich, oben. Das ist auch so gut. Oh, ich liebe die halt als Esszimmerlampe. Ich mag eh so geschwungene LED-Lampen. Persönlich, ne? Ist nicht wegen dem Hausthema. Ich versuche immer zum Hausthema was einzurichten. Nicht, wie es mir gefällt. Also, wie ich es mir einrichten würde. Sondern zum Thema des Hauses so ein bisschen. Und da finde ich es eigentlich dann immer eher dann, wenn ich dann, also baue ich es eher nach dem Haus, ne, und nicht nach dem, ja, muss auch mal überlegen, wie hoch sind denn die Sims, weil ich überlege gerade, ob ich dann oben noch, aber das muss so schön hier oben noch Luft haben, wegen der Beleuchtung, und drunter kriegen wir dann eh nichts mehr drunter, ne, also keine Messer oder irgendwas, das man so an die Wand hängen kann, aber das können wir hier vielleicht dann auch machen, mal gucken, ob wir die Regale hier behalten. Und, oh, das ist schon eine geile Küche, du, das ist schon cool. Da will ich auch kochen, du. Ich will mir immer die Finger verbrennen, weil ich immer rausgucke aus dem Fenster. Okay, also soweit mal meine Aufteilung heute. Die ist jetzt, glaube ich, dann fix. Da könnt ihr nochmal bis nächstes Mal kommentieren, wie ihr das findet jetzt. Aber ich denke, ich habe euer Feedback von der ersten und zweiten Folge damit ganz gut integriert. Und ja, dann hören wir uns nächstes Mal zum Modern Penthouse, würde ich schon sagen, zum Lovers Penthouse. Das ist aber auch ein modernes, ne? Ja. Oder jetzt natürlich noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Hören wir es auch noch. Ganz viel Spaß. Bis denn. Tschüss.